Guten Morgen am 4. Mai 2024. Ich bin hier im Oberharz, im Westharz und zwar bei Sonneberg. Und wir wollen heute das Oberharzer Wasserregal ein bisschen erkunden. 4. Mai, May the 4th? Ja, nein, das war jetzt keine Übersetzung. Wir haben heute natürlich den Star Wars Day. Gut, das passt jetzt nicht so ganz zum Oberharzer Wasserregal, aber vielleicht werden wir auch ein paar Wunder sehen. Und ich bin heute nicht allein unterwegs. Der Videoformer ist dabei. Ja, lasst uns mal losstürmen. Also, wir gehen erstmal in die Richtung und werden gleich so etwa 100 Meter erstmal nach oben müssen, bevor es wieder runter geht. Und das macht auch Sinn, weil, wenn man drüber nachdenkt, Wasserregal, werden wir über große Teile relativ eben unterwegs sein. Aber wie gesagt, erstmal kommt jetzt gleich ein Anstieg. Ui, wen haben wir da denn? Gut, das liegt hinter uns. Der Brocken, da ganz im Hintergrund. Ich hoffe, ihr könnt ihn sehen auf einem Monitor, der groß genug ist. Und wir sind immer noch auf dem Weg in die andere Richtung. Berg aufwärts. Ja, es ist hier nicht so sonderlich steil, aber man merkt den Anstieg ein bisschen. Und hier gibt es links und rechts vom Weg richtig viele Heidelbeeren. Gut, um die Zeit noch nichts zu essen, aber ich kann mir vorstellen, wenn die irgendwann reif sind, oh ja, ist das hier ein schöner Snack nebenbei. So, höchster Punkt schon nach wenigen Minuten erreicht. Ja, hier oben gibt es allerdings keine Aussicht, aber was man sieht, ist sehr viel toter Wald, aber dazwischen, es kommt frisches Frühlingsgrün und zu meiner Linken, hier sind auch noch, Moment mal, Tannen und Fichten, die noch immer grün sind, standhalten. Ja, ich glaube, vieles erholt sich hier gerade wieder von selbst. Ach so, nö, die habe ich nicht an. Dann habe ich immer Angst, dass er an irgendeiner Stelle, wo ich was Falsches sage, mit einem Video ausstellt. Ja, deswegen benutze ich die nicht mehr, weil die Kamera hatte die Eigenschaft, um sich ab und zu mal komplett abzuschalten, wenn so ein Zeitraffermodus war oder wenn ich gerade gefilmt habe. Mit die Kamera aus. GoPro abschalten. Ja, nach einer Weile kommt man immer mal wieder an Hinweisschilder und hier ist auch entsprechend eine Kreuzung. Wir sind von da gekommen und laufen jetzt ja genau dahin weiter, wo ich jetzt mit dem Rücken hinstehe. Und hier muss irgendwo der erste Graben entspringen, weil hier zu meiner Linken, genau da, ist schon ein bisschen Wasser. Und dem Graben, dem Sonnenberger Graben, werden wir jetzt hier im Prinzip ein ganzes Stück folgen. Ja, ist aber ein niedlicher kleiner Graben hier an der Stelle. Mal gucken, wie er sich im Laufe der Zeit noch verändert. Ah, der Graben ist wirklich schön. Nicht spektakulär groß. Aber dieses leichte Rauschen vom Wasser, was einen begleitet, ich mag das total beim Wandern. Musik.
ein Stück weiter endet der, sagen wir, relativ breite Weg. Das hat auch einen Grund, der endet hier nicht aus Spaß. Wir haben hier nochmal einen Zufluss und hier gibt es ein relativ simpel gestaltetes Wehr. Hier kann man offensichtlich ja, den Hauptwasserzweig in unserem Graben, den wir verfolgen, ein bisschen entlasten. Und ihr seht, da ist so eine Holzplatte drin, relativ simpel gemacht. Und wenn wir hier auf die andere Seite rübergehen, ja, hier fließt momentan nicht viel, aber theoretisch könnte man den Graben hier halt entlasten und offensichtlich gibt es bis hier die Möglichkeit ranzufahren. Und ab hier wird das Ganze jetzt ein bisschen entspannter, ein bisschen ruhiger und eine wirkliche Wanderung. Schmaler Pfad, hohe Bäume, ein bisschen Plätschern vom Wasser. Herrlich! Ich bin ein totaler Fan vom Oberharzer Wasserregal. Ich liebe es. Diese schmalen Wege, Wasser, Bäume, Vögel im Hintergrund, die singen. Und ab und zu bekommt man auch mal Schilder. In diesem Fall ein Schild. Es wird gebeten, diesen Wasserlauf nicht zu verunreinigen, da aus dem alten Trinkwasser nun neues wird. Ja, ein bisschen schlecht zu lesen im Laufe der Jahre, offensichtlich ein bisschen der Witterung ausgesetzt, aber ändert nichts daran. Es ist hier wirklich unglaublich schön. Und wir folgen wirklich immer dem kleinen Graben und sind dabei schon fast in St. Andreasberg. Am Rauschen merkt ihr dann auch, hier geht es tatsächlich ein bisschen bergab und das Wasser überwindet dabei so manche Schwelle. Und vor uns eine letzte kleine Brücke. Ja, davon hatten wir noch gar nicht so viel, aber ihr merkt, hier ist inzwischen richtig viel Wasser und es kommt auch hier noch immer mal von der Seite was rein. Nach 5 Kilometern verlassen wir den Sonnenberger Graben. Wir wollen nämlich weiter jetzt Richtung St. Andreasberg. Der Graben fließt hier erstmal wunderbar geradeaus weiter. Und uns zieht es jetzt hier nach rechts in so einem kleinen Bogen. Aber wie gesagt, jetzt kommt erstmal St. Andreasberg und unser nächster Anlaufpunkt. Es neigt sich langsam der Vormittag zu Ende. Der Magen fängt an, Signale zu senden, dass er gern was zu essen hätte. Das Rehberger Grabenhaus steht als nächstes auf dem Tagesordnungspunkt und das kann ich euch wirklich empfehlen. Wer aber eine längere Strecke laufen möchte, hier rechte Hand, auch sehr zu empfehlen. 13 Kilometer, die Hans-Kühnenburg. Oh ja, da oben ist es auch sehr schön. Aber wie gesagt, wir machen hier einen kleinen Haken schlagen und laufen jetzt Richtung Rehberger Grabenhaus. Und auf dem Weg dahin kreuzen wir noch ein letztes Mal den Sonnenberger Graben. Und das ist ein letztes Mal der Sonnenberger Graben. Warum ein letztes Mal? Nun, ganz einfach. Hier drüben, genau da, kommt nämlich der Rehberger Graben. Und genau hier fließen die beiden zusammen. Und ab hier dann gemeinsam weiter. Naja, doch, kann man sehen.
genau da unten fließen sie gemeinsam weiter. Bevor es weitergeht, haben wir hier eine kleine Infotafel. Und gut, wir sind jetzt hier im Rehberger Grabenhaus. Das Blaue ist quasi der Rehberger Graben. Und wir waren vorher hier beim Sonnenberger Graben. Und wie gesagt, hier fließen sie dann entsprechend zum, wie heißt das, Geser-Wasserlauf zusammen. Und wir werden von hier jetzt entsprechend immer dem Rehberger Graben wieder folgen bis zu unserem Startpunkt. Also, lasst uns mal losstürmen. Und hier haben wir ihn schon, den Graben. Und der fließt tatsächlich im Prinzip unter dem Rehberger Grabenhaus, was hinter mir liegt, durch. Also, auf geht's. Oh ja, noch weitere Infos zur Wassernutzung. Nach einer Weile eröffnet sich der Blick ein bisschen, auch wenn der Anlass eigentlich traurig ist, dass die Bäume hier nicht mehr stehen. Aber wenn ihr einen großen Bildschirm habt, dann kann man das wahrscheinlich sogar ganz gut sehen. Also hier im Vordergrund kommt sehr viel gemischt bzw. wirklich als Laubwald neu. Und drüben auf der anderen Seite des Tales, wir gucken übrigens Richtung Süden und im Prinzip hier hinter dem nächsten Hügel liegt dann wirklich St. Andreasberg. Ja, da rechts kann man so ein paar Häuser sehen, die dazugehören. Und da drüben sieht man tatsächlich, wie so langsam, insbesondere wenn wir hier links gucken, ja, da wächst ganz von alleine wieder ein neuer Wald. Und die Bäume, die da sind, die sind gar nicht mal so klein. Gebt denen 2-3 Jahre und da drüben steht ein richtig schöner junger Wald. Aber auch hier im Vordergrund, man sieht es, die Laubbäume kommen und es hat ja die letzten Wochen, Monate doch ein bisschen mehr geregnet. Die Grundwasserreserven sind hier in der Gegend wieder ganz gut aufgefüllt. Das war ja voriges Jahr ein bisschen ein Problem, dass alles bei uns noch weiter rüber in Sachsen-Anhalt ziemlich ausgetrocknet war. Aber dann hat es so viel geregnet im zweiten Teil des Jahres, in den Herbst rein, in den Winter rein. Ja, der Grundwasserpegel stimmt wieder und ich glaube, das wird den Bäumen hier richtig gut tun. Und wer von euch sich fragt, wie alt der Graben eigentlich ist? Gebaut 1699 bis 1703. Ja. Es ist weder mit euren Augen noch mit euren Ohren was falsch. Der ist wirklich so alt. Und man bekommt dann hier auch zusätzliche Infos noch. Alter, neuer Rehberger Graben etc. Und kann dann schon lesen, alter Rehberger Graben, der rund 30 Meter höher am Hang des Rehbergs, über 8 Kilometer Länge verlief, 6 Kilometer damals noch in Holzrinnen, wurde wahrscheinlich schon 100 Jahre davor gebaut. Also sowas finde ich immer total faszinierend, was man schon vor derart langer Zeit, vor 400 Jahren hier im Prinzip im Harz gemacht hat. Also ja, und die wurden nicht gebaut, um irgendwas anzubauen, also nix Bauern, Kuhhirten etc., sondern es ging auch damals schon Wasserversorgung. Und ja, man hat auch damals schon entsprechend erste Funde gemacht und angefangen, Bergbau hier zu betreiben. Hier verläuft allerdings der Rehberger Graben in Teilen wirklich unterirdisch. Aber nach einer Weile kommt man dann hier an den Goetheplatz und fragt mich nicht, aber ich wette, Goethe war hier. Ihr seht Rehberger Grabenhaus, halt, nein, da.
1,8 Kilometer, so haben wir schon wieder zurückgelegt. Man kommt von hier aus nach Sonnenberg zurück. Sind nur 4,5 Kilometer. Das ist der Pfeil, der nach hinten geht, deutet auf den Aufstieg hin. Das heißt, hier müsste man hoch. Und wir wollen allerdings weiter den Rundweg Rehberg entsprechend in die Richtung. Aber wir machen jetzt noch mal eine kleine Pause, denn wir sind hier quasi im Bereich Geopark Brocken Rehberger Graben mit ganz vielen Infos. Und wie gesagt, wer es gern anstrengend und steil mag, auf! Und falls ihr euch gefragt habt, wo das Wasser herkommt, eigentlich habt ihr es ja vorhin schon gesehen. Ja, die Gräben beziehen wirklich nicht nur aus ihrer Ursprungsquelle, sondern auch aus der Umgebung einfach ihr Wasser. Es gibt viele kleine querende Bäche und die werden hier einfach abgefangen. Und vorhin haben wir ja gesehen, dass die manchmal dann bei so einer Gelegenheit halt auch, wenn zu viel Wasser da ist, entsprechend abgeleitet werden. Ein super System. Und wie gesagt, hunderte Jahre alt. Ich finde sowas unglaublich faszinierend. Und eigentlich fast schade, aber ich finde es total interessant, dass der Graben hier, der ist hier noch, aber halt abgedeckt. Da hinten ist er dann mal wieder offen ein Stück, dann wieder abgedeckt. Finde ich total faszinierend. Wenn man sich das Ganze genau überlegt, was muss das für ein Aufwand gewesen sein? Denn die Landschaft sah ja nicht immer so aus. Und woran man das sieht, und ich habe es jetzt gerade zufällig entdeckt, ein Glück, dass ich hier kurz Pause gemacht habe. Mal gucken, ob ihr das sehen könnt. Da so, da ist so senkrecht eine halbrunde Vertiefung. Und die deutet darauf hin, dass man hier tatsächlich Felsen weggesprengt hat. Und ja, wir haben nicht nur Zulauf durch Seitenbäche, sondern hier tropft auch richtig viel aus den höher liegenden Bereichen an Feuchtigkeit runter. Aber wie gesagt, allein das hier zu schaffen, das ist ja in die Landschaft im Prinzip eingepasst worden. Das heißt, die haben hier einen Weg angelegt, die haben hier tatsächlich diesen Graben angelegt. Historisch gesehen, als er noch weiter oben war, der alte Graben, bestand er im Prinzip aus, ineinander geschachtelten Holzkästen, wo das Wasser einfach den Berg lang geleitet wurde. Naja, man hat halt immer wieder hier so abgedeckte Bereiche, wo man dann so nur dazwischen was hören oder sehen kann. Na, ihr hört es vielleicht schon, ja. Der nächste Wasserfall, die nächste Infotafel zur Fassung dieses kleinen Baches. Und auch hier gibt es mal wieder eine, wie heißt das, Fehlleitung, das heißt im Prinzip ein Abfluss für den Notfall. Auf unserem Weg zurück sind wir hierüber noch gestolpert. Ja, man fühlt sich wie in einem riesigen Sandkasten. Im Prinzip, naja, das ist alles ganz feiner Granit. Und durch die Wolsack-Verwitterung hast du im Prinzip ja die großen Steine, die aber in sowas wie einer ziemlich trägen Sandmasse fast schwimmen. Ja, und dann hier so langsam rausgespült werden. Ah, das ist ja total genial. Nee, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Ha, man lernt nicht aus. Und wer jetzt Hunger kriegt, Hühnerbrühe, nein. Das ist tatsächlich das Wasser mit gemeint, was vom höher gelegenen Hühnerbrühe Graben einfach hierher geleitet wird und hier quasi so ein bisschen in den Rehberger Graben reingeleitet wird, weil es oben nicht gebraucht wird. Und immer wieder sieht man die herrliche rostbraune Färbung. So ein dunkles Rot, wobei es wirkt hier unten ehrlich gesagt fast schwarz. Wahnsinn, aber wahnsinnig schön. Und ja, wir sind fast am Ziel. Willkommen am Ausgangspunkt des Rehberger Grabens. Ja, genau hier startet der Rehberger Graben. Und wenn ich mal ein Stück rumgehe, dann seht ihr hier so eine richtig große Wand. Die ist nicht natürlichen Ursprungs. Auf der anderen Seite
ist der Oderteich. Und das Wasser, was hier im Prinzip entnommen wird, und das ist nicht alles, hier gibt es noch einen weiteren Zufluss, das ist im Prinzip das Wasser, was von hier durch den Rehberger Graben bis St. Andreasberg fließt. Naja, und da trieb es einst entsprechende Mühlen an. Heute, wo man keine Mühlen für die Bergwerke mehr braucht, treibt das Ganze dann, naja, schlicht und einfach, wie war das, 7 kleine Turbinen an, mit denen Strom erzeugt wird. Also ihr seht, hier kommt nichts um. Man kann auch nach Jahrhunderten alles noch weiterverwenden, wiederverwenden. Und eigentlich war es das für heute. Das ist wirklich das Ende des Rehberger Grabens. Und ihr seht natürlich auch hier einen kleinen Überlauf, falls es mal zu viel Wasser vom Oderteich gibt. Aber da das hier eine Sackgasse ist, müssen wir noch ein Stück weiter. Und zwar geht es jetzt, der Videoformer ist schon auf dem Weg, genau da hinauf. So, und oben auf dem Damm hat man dann, wie versprochen, auf der anderen Seite den Oderteich. Ah, sehr schön. Oh ja, ich liebe es, wie sich heute die Wolken im Wasser spiegeln. Wobei an anderen Tagen natürlich, wenn ihr blauen Himmel habt und das Blau sich herrlich im Wasser reflektiert, ist das natürlich nochmal ein i-Tüpfelchen. Aber ja, und jetzt? Naja, wer an der Stelle noch Lust und Zeit hat, kann natürlich noch sehr schön eine Runde um den Oderteich herumdrehen. Kann ich auch nur empfehlen. Also der Oderteich hat auch ein paar richtig schöne Ecken. Sobald man hier ein bisschen von der hinter mir befindlichen Bundesstraße weg ist, einfach mal nach da hinten laufen, ein Stück zu Fuß. Herrlich. Und wir machen uns jetzt auf dem Weg noch so ein kleines Stück in die Richtung, müssen wir wieder. Dann sind wir wieder zurück am Parkplatz, am Ausgangspunkt. Und ich sag dann an der Stelle vielleicht schon mal Tschüss, einfach weil es ein schönerer Anblick ist als so ein Parkplatz. Und ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder. Tschüss!